Sie hatten Jesus verhaftet. Am Freitag hatten sie ihn ans Kreuz geschlagen. Dort ist er gestorben. Begraben haben sie ihn in einer großen, dunklen Höhle und einen großen Stein davor gewälzt. Am Sonntagmorgen kam Maria, seine Mutter. Sie wollte zum Grab, sie wollte ihren toten Sohn mit Öl einreiben, mit duftendem Öl. Doch sie kam und sah von Weitem, der Stein war weggewälzt. Einen großen Schreck bekam sie. Sie lief zurück und sagte es den anderen, der Stein ist weg. Da liefen Petrus und die anderen zum Grab. Petrus schaute hinein, ganz vorsichtig von Weitem. Und er sah dort die Tücher liegen, in die Jesus gewickelt war. Da schüttelten die Männer den Kopf und gingen zurück. Die andere Maria aber, Maria von Magdala, sie war eine enge Freundin von Jesus. Maria ging zum Grab, sie weinte, traurig war sie, entsetzt. Und sie blickte hinein in das Dunkel, sie ging hinein in das Dunkel. Dort sah sie zwei Engel. Und einer der Engel sagte zu ihr, warum weinst du? Und Maria schluchzte und sagte, sie haben meinen Herrn weggenommen. Ich weiß nicht, wo er ist. Wo liegt der Körper von Jesus? Sie drehte sich um. Und da sah sie einen Mann. Sie hielt ihn für den Gärtner. Und sie sagte zu ihm, kannst du mir sagen, wo sie Jesus hingelegt haben? Ich will ihn holen und wieder in sein Grab legen. Da sah der Mann sie liebevoll an und sagte, Maria. Da erkannte sie ihn. Rabuni, sagte sie, mein Meister. Sie erkannte Jesus und wusste auf einmal, er ist auferstanden und lebt. Alles, was er erzählt hat über das Kommen des Reiches Gottes, das verstand sie jetzt. Jesus, der Auferstandene, aber sagte zu ihr, halte mich nicht fest, fass mich nicht an, geh zu den anderen und sag ihnen, dass ich auferstanden bin. Sage ihnen, dass ich zu meinem Vater im Himmel fahren werde. Und so machte es Maria. So schnell sie konnte, lief sie zu den anderen und rief, der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Er lebt. Halleluja. Christ ist erstanden von der Marter alle, das sollen wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein, Kyrie eleis. Wär er nicht erstanden, so wär die Welt vergangen. Seit dass er erstanden ist, so loben wir den Vater Jesu Christ. Lasst uns beten.
Herr unser Gott, Jesus Christus ist auferstanden. Das Leben ist stärker als der Tod. Das Licht ist kräftiger als die Finsternis. Wir danken dir und bitten dich, nimm du dich unserer Verzagtheit an, nimm du dich unserer Zweifel und Ängste an. Hilf uns, dass wir dir und deiner Auferstehung vertrauen in unserem ganzen Leben und darüber hinaus. Darum bitten wir dich im Namen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und Leben schenkt in Ewigkeit. Amen. Ach, weißt du, ich nehme mal die Maske ab. Ich bin ja weit genug von dir entfernt. Guten Morgen, Frieda. Ach ja, dann nehme ich meine Maske auch ab. Hallo, mach mal. So, oh, gleich ganz anders. Jetzt erkenne ich dich. Ja, das ist viel besser. Sag mal, was hast du denn da und was machst du denn da? Eine Möhre? Das ist eine Osterhasenfalle. Der Osterhase sieht die Möhre und dann plumpst er in den Korb und lässt alle Ostereier fallen. Und ich muss die Ostereier nicht suchen. Und das funktioniert? Ja, na klar funktioniert das. Du musst nur ganz leise sein und abwarten. Jetzt war ich ja ganz lange still und nichts ist passiert. Sag mal, warum bringt eigentlich der Osterhase die Ostereier? Na, das ist doch ganz klar. Die Ostereier heißen Ostereier, weil heute Ostern ist. Und weil die Hasen aus bunten Eiern schlüpfen. Aha, guck mal, da sitzt einer. Kennst du den? Was? Wo? Ach da, nee, den kenne ich nicht. Wer bist du denn? Ich heiße Quintus. Ich bin Soldat, römischer Soldat. Du siehst ja total fertig aus. Was ist denn passiert? Am Freitagabend kam ein Befehl von Pontius Pilatus, bewacht dieses Grab. Ja, und dann? Dann passierte nichts. Was sollte auch passieren? In dem Grab lag ein toter Mann und vor dem Grab ein großer Stein, den nur 5 starke Männer wegrollen können. Es war doch ein total sinnloser Befehl, dieses Grab zu bewachen. Den ganzen Sonnabend habe ich mit meinen Kollegen in der Sonne gesessen und nichts ist passiert. Jetzt spann uns doch nicht so auf die Folter. Wie ging es denn weiter? Heute Morgen passierte es, als es noch ganz dunkel war. Da gab es ein Erdbeben. Die ganze Erde wackelte. Ich bin hingefallen. Und dann? Und dann? Das weiß ich nicht.
Als ich die Augen wieder aufgemacht habe, da war der große Stein vor dem Grab weg. Und es war merkwürdig hell. Und dann hast du in das Grab hineingesehen? Das Grab war leer. Naja, fast leer. Da lagen noch die Tücher, in die der Tote eingewickelt war. Achtlos hingeworfen. Die werden ja nicht mehr gebraucht. Achtlos hineingeworfen? Weißt du, woran mich das erinnert? Bei uns im Blumenkasten hat eine Amsel gebrütet. Da lagen 4 Eier im Nest. Die sahen aus wie kleine Steine. Und eines Morgens habe ich dann nur noch die leeren Schalen gefunden. Und du meinst, so ein Ei ist wie eine fest verschlossene Höhle. Und plötzlich geht es auf und neues Leben kommt zum Vorschein? Ja, genau. Ein Ei sieht aus wie ein toter Gegenstand. Und dann ist da neues Leben. Ah, jetzt verstehe ich. Darum gibt es Ostereier. Aber warum suchen wir die? Die Ostereier könnten doch einfach am Morgen auf meinem Geschenketisch liegen. Hey Quintus, wie ging es denn weiter mit dem leeren Grab? Meine Kollegen sind alle weggelaufen. Aber ich bin da geblieben. Ich habe mich in der Nähe versteckt und alles beobachtet. Ich wollte doch sehen, was passiert. Und tatsächlich, nach Sonnenaufgang kamen einige traurige Frauen zum Grab. Die haben mit jemandem geredet. Ich konnte leider nicht erkennen, wer das war. Und dann rannten sie alle ganz aufgeregt davon, wirkten auf einmal ganz fröhlich. Und dann? Einige Zeit später kamen einige Männer angerannt. Die sahen auch alle in das Grab. Und dann riefen sie laut: Es stimmt, Jesus lebt. Ein Wunder. Jetzt mache es doch nicht so spannend. Wie ging es weiter? Ich bin aus meinem Versteck gekommen. Mit meinem Schwert und meiner Uniform. Und, stellt euch vor, die Leute hatten keine Angst vor mir. Sonst haben die immer vor Angst gezittert, wenn wir Soldaten vor ihnen standen. Heute aber, da haben sie mich umarmt. Und, die hatten keine Angst mehr vor dir? Nein. Heute aber, da haben sie mich umarmt. Jesus lebt, haben sie gerufen. Wir haben keine Angst mehr. Gott ist stärker als der Tod. Ah, jetzt verstehe ich. Jesus ist auferstanden und lebt. Ostern heißt, Gott ist stärker als der Tod. Jesus ist auferstanden und lebt. Aber das begreifen wir erst, wenn wir uns auf die Suche machen. So wie die Frauen am Morgen, die zum Grab kamen. Wären die zu Hause geblieben, wir hätten es nie erfahren. Jesus lebt. Und wir müssen uns auf den Weg machen und mit offenen Augen nach seinen Spuren suchen. Und darum liegen die Ostereier nicht auf dem Geschenketisch, sondern wir müssen danach suchen. Hier, die Osterhasenfalle schenke ich dir. Tschüss, ich gehe Ostereier suchen. Hey, warte auf mich, ich komm mit. Hallo, tschüss. Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariensohn. Es ist verstanden, Jesus Christ, der an dem Kreuz gestorben ist, dem sei Lob er zu aller Frist. Halleluja, 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 gelobt sei Christus Mariensohn. Es freut sich alle Christenheit und lobe dich.
in Ewigkeit. Halleluja, 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 Halleluja. Gelobt sei Christus Mariensohn. Lasst uns Fürbitte halten. Herr unser Gott, Maria schaut ins Dunkel des Grabes, doch dort findet sie dich nicht. Wir bitten dich für alle Menschen, deren Herz voller Trauer ist, deren Herz voller Angst ist, dass sie den Blick zu dir wenden können, dass sie dich neben sich spüren, deine Liebe. Wir bitten dich für alle Menschen, die Hunger haben, dass sie satt werden. Wir bitten dich für alle Menschen, die sich Sorgen um die Zukunft machen, dass sie getröstet werden. Wir bitten dich für alle Menschen, die allein sind, dass sie Gemeinschaft erfahren. Wir bitten dich für alle, die verstritten sind, dass sie Versöhnung erleben. Wir bitten dich für uns. Lass uns dein Leben, deine lebendige Liebe spüren, an allen Tagen und in allen Nächten unseres Lebens. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, er schenke dir Frieden. Amen. Volk, Kraft und Gott.
An Ostern, o Tod.